Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über die Sony A7 IV und warum ich sie gut finde, nicht der Meinung bin, dass es die beste Kamera überhaupt ist, wenn es das überhaupt gibt auf dem Markt. Nur warum ich sie gut für mich finde, für meinen Einsatzzweck und für die Dinge, die ich damit mache, darüber sprechen wir heute. Das wird jetzt kein Testchart-Review, wo wir alles abfotografieren und verschiedene Sachen dazu vergleichen, sondern eher, wie ist mein Eindruck aus der Praxis, weil ich denke, das ist sehr relevant. Wenn du dir diese Kamera vielleicht anschaust und interessiert bist, was kann es denn in der Praxis überhaupt bedeuten, diese Kamera zu benutzen? Und darauf möchte ich heute eingehen. Viel Spaß! Disclaimer vorab, ich habe keinen Kontakt zu Sony, ich habe die Kamera mir selbst gekauft. Das heißt also, alles, was du jetzt siehst und hörst, ist meine freie Meinung. Die Sony A7 IV ist seit letztes Jahr Herbst verfügbar, beziehungsweise nicht verfügbar. Man musste sich die vorbestellen, um sie dann irgendwann bekommen zu können, wenn dann mal der Rollout da ist. Ich selber wollte sie mir erst vorbestellen, weil ich sie wirklich sehr toll fand von den Spezifikationen, was so angekündigt wurde von Sony. Und ich dachte mir, wenn die Kamera kommt mit den Facts, das wird eine Granate. Weil sie kann in Video sehr viel bringen, sie bringt mir sehr viel in Foto, zumindest ausreichend, was den Sensor angeht. Sie hat generell jetzt den Workflow auch mit Touch und so weiter, mit einem guten Display, einem Klappdisplay. Das ist genau das, was ich eigentlich seit Jahren suche und brauche. Habe sie mir aber letztes Jahr nicht vorbestellt. Einfach aus dem Grund, dass ich abwarten wollte, wo denn die Kinderkrankheiten liegen. Ihr kennt das, da kommen neue Geräte auf den Markt und es ist gar nicht so abwegig, dass da Sachen noch nicht ganz zu Ende konzipiert wurden oder noch ein bisschen beobachtet werden und auch beim Nutzer ausgetestet werden, im Sinne von wir justieren mit einem Update nach. Und ich wollte einfach warten, wie sich die Kamera auf dem Markt macht, wie auch die Reviews werden von den Leuten, die sie sich zuerst kaufen. Und die waren natürlich durchweg sehr positiv. Und die haben mich dann dazu gebracht, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt im neuen Jahr, jetzt schaue ich mir sie an, ich bestelle sie mir jetzt. Was auch nicht einfach war, denn ich hatte echt Glück, innerhalb von 2 Tagen gab es ein Zeitfenster, wo es diese Kamera zu kaufen gab, wo sie wirklich da war in einem Laden. Und da habe ich mir sie dann bestellt und habe sie auch gekauft. Ich bin, um gleich mal vorweg zu spoilern, so zufrieden mit der Kamera, dass ich meine A7 R3, die ich vorher hatte, gleich verkauft habe. Und mit der A7 IV jetzt quasi alles machen kann, was ich möchte. Und bis heute habe ich diesen Schritt nicht bereut. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass die 42 Megapixel ein bisschen overpaced sind für das, was ich mache, was ich brauche. Ich meine, ich kann immer, wenn ich einen High-Res-Shot machen möchte oder brauche, mir das entweder im Photoshop anlegen, wenn ich mit der Kamera verschiedene Fotos dann aufnehme, sie übereinander lege, oder ich leihe mir einfach eine Kamera woher aus, die eine deutlich höhere Auflösung hat. Ihr hört bestimmt auch gerade den Hahn im Hintergrund, wir sind ja mitten auf dem Land. So viel zu meinem ersten Gefühl zur Sony A7 IV, als sie verfügbar war bzw. nicht verfügbar war. Warum sie aber meiner Meinung nach dennoch nicht die beste Kamera überhaupt für mich auch ist, darüber sprechen wir jetzt. Warum ist die Kamera für mich nicht die beste Kamera, die ich habe bzw. die ich wollte? Dafür müssen wir ein bisschen tiefer in der Materie einsteigen. Ich selbst mache ja sehr viele Filme neben den Fotos und ihr wisst, ich produziere nicht nur für YouTube, sondern auch für Firmen und auch für meine eigenen Sachen verschiedene Videos. Und da brauche ich natürlich in der Regel immer 4K und produziere auch gern Slow Motion rein, natürlich als B-Roll oder als Stil- und Ausdrucksmittel generell. Und wenn du da 4K hast und nur 60 FPS mit Crop, dann ist das nicht so das, was ich eigentlich möchte und brauche. Natürlich hätte ich die A7 S3 nehmen können, die dann 120 Frames in Slow Motion quasi produzieren kann für 4K. Aber damit kann ich natürlich nicht so fotografieren, wie ich möchte. Also auch hier schon mal der erste Abstrich für mich in der Videofunktionalität. Es ist nicht das, was ich möchte, aber zumindest das, was ich bisher gewohnt bin und was für mich im Workflow auch durchaus Sinn macht. Dann hat sie natürlich in der Fotofunktion auch nicht das, was ich bisher gewohnt bin, zumindest auf der Sony-Seite. Ich arbeite seit vielen Jahren mit sehr hochauflösenden Vollformatkameras und die A7 R2 und der R3 waren immer für mich so die Kameras, die für mich die höchste Auflösung bieten, die ich brauche und die ich gelegentlich auch doch mal nutzen muss. Hier sind es jetzt nur noch 33 Megapixel wohlgemerkt. Auch die reichen völlig aus. Also ich finde, das ist so knapp um die 30, 35 Megapixel der Sweet Spot, wo du
bei der Bildbearbeitung genug zuschneiden noch kannst und genug Reserve eigentlich im Bild hast, sodass du also sicher gehen kannst, wenn du aus dem Querformat ein Hochformat machen willst oder musst, wird das in der Regel funktionieren. Ihr dürft nicht vergessen, für eine A4-Seite brauchst du in der Regel um die 8 Megapixel, um es adäquat drucken und darstellen zu können. Also hier haben wir offensichtlich mit 33 Megapixeln genug Auflösung zur Verfügung, um hier auch gute Ergebnisse erzielen zu können. By the way, ich arbeite ja auch noch mit der Canon EOS R und die hat ja auch um die 30 Megapixel. Und auch wenn ich sie für vieles nicht mag und auch nicht benutzen möchte, ist das auch dennoch hier genug Reserve im Bild, was die Auflösung angeht, wenn ein bisschen zugeschnitten wird. Also das ist manchmal ein bisschen übertrieben, auch die Diskussion, wie viele Megapixel braucht eigentlich eine Kamera. Und für mich sind die 30, 35 Megapixel bei den Kameras in der Regel so jetzt der Sweet Spot. Also hier ist nicht die Perfektion, aber für mich ausreichend, und sollte ich doch mal eine höhere Auflösung brauchen, kann ich mir immer noch eine andere Kamera ausleihen oder kaufen, wenn es ein größeres Projekt ist, um dementsprechend die Ergebnisse rausbringen zu können. Jetzt haben wir ganz viel über Video- und Fotofunktionalität gesprochen, und diese Diskussion könnte ja ewig lang weitergeführt werden. Ja? Um es mal gar nicht so weit abzuschweifen, möchte ich noch ein bisschen über die Praktikabilität der Kamera sprechen. Denn ihr dürft nicht vergessen, die Kamera ist immer noch sehr klein für eine Vollformatkamera. Und an großen Objektiven ist das dann immer so eine Sache. Und wer Spiegelreflexkameras gewohnt ist, gerade was so die Größe der 5D-Reihe angeht oder eine große Nikon D800er-Reihe, das sind halt echte Klopper, aber auch Werkzeuge. Und große Objektive lassen sich da wirklich charmant benutzen. Und das ist auch im ganzen Workflow sehr angenehm, damit zu arbeiten. Das ist meine Einschätzung, meine Meinung. Und bei der Sony A7 IV ist es zwar immer noch eine sehr kompakte kleine Kamera, aber der Griff ist jetzt deutlich größer. Und das ist wirklich ein Vorteil gegenüber den Vorgängerinnen aus dieser Reihe. Denn hier kannst du jetzt wirklich auch größere Objektive angenehmer mit benutzen. Ich war zum Beispiel letzte Woche auch an einem See fotografieren, habe ein bisschen Wildlife ausprobiert. Und es ging wirklich gut mit diesem größeren Griff. Die Kamera ist auch ein bisschen dicker geworden, ein bisschen schwerer auch. Und das macht dich wirklich bemerkbar, wenn du, ich sag mal, so ab 70 bis 200 mm Objektivgröße arbeitest, dann merkst du dann, dass die Kamera eben deutlich zu klein ist oder eben angemessen in der Größe, was die Balance betrifft. Und das hat sich wirklich ausgezahlt, die Kamera hier ein bisschen größer zu machen. Ich finde auch, dass sie haptisch auch sich nochmal deutlich wertiger anfühlt. Das heißt, die Verarbeitung für meine Begriffe ist auf einem Level, auf einem Niveau, wo es wirklich erwachsen geworden ist, dieses System. Es fasst sich nicht billig an, und Sony hat es auch bis zu den Klappen an der Seite, wo die Anschlüsse sind für die Videofunktion und zum Aufladen, wirklich so durchdacht, dass auch die jetzt sehr wertig, sehr fest sind. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren abbrechen könnten, wenn ich sie jetzt normal und pfleglich behandle. Also hier auch. Hier ist wirklich eine Weiterentwicklung bei Sony sehr zu sehen und zu spüren. Generell, der Body fühlt sich, wie gesagt, sehr wertig an. Und auch die Tasten haben jetzt für mich so ein bisschen noch einen besseren Druckpunkt, wo ich sagen kann, das macht echt Sinn und ist auch sehr wertig. Und auch für draußen, für Outdoor-Sachen, ist es jetzt meiner Meinung nach noch besser geeignet. Was mir auch sehr gut aufgefallen ist, das ist aber eher meine subjektive Wahrnehmung, das betrifft den Akku. Ich habe das Gefühl, dass der Akku hier einen Ticken länger hält in der Kamera als bei meiner A7 R3. Es ist der identische Akku, es ist das gleiche Ladeprozedere. Die Kamera hat mit Sicherheit auch nicht einen höheren Stromverbrauch unbedingt. Also ich weiß nicht woher, aber ich habe das Gefühl, dass die Kamera hier den Akku etwas länger nutzen kann und der irgendwie ein Stück länger hält. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Jetzt kommen wir mal zu den Kontrapunkten. Das ist die Umschaltung zwischen Display und Sucher. Wenn ich ein Foto mir anschaue auf dem Display und klappe das Display zu, dann möchte ich es einfach nur durch den Sucher betrachten, weil es dann ein bisschen dunkler ist, ein bisschen besser beobachtbar und bewertbar ist für mich. Dann habe ich das Gefühl, dass die Kamera Probleme hat, dazwischen umzuschalten. Also es dauert dann immer einen Moment. Du hörst richtig, wie die Kamera quasi intern das Objektiv nochmal bewegt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das soll so nicht sein. Ob das so sein soll von Sony oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist etwas, was mich massiv stört. Gerade wenn du in einem Workflow bist und fotografierst ein Model oder bist an Location und du willst quasi ein bisschen hin und her schalten, gerade in der Betrachtung, dann kann das schon sehr schnell nerven. Also dessen solltest du dir bewusst sein. Am besten, du arbeitest nur über den Sucher oder nur über das Display, was übrigens sehr gut ist, das Klapp- und Swivel-Display.
Aber das Umschalten, da hat die Kamera irgendwie Probleme. Zumindest mein Modell, was ich habe. Kommen wir noch zum Thema Display generell. Dieses Klapp- und Swivel-Display, was ich gerade eben erwähnt habe, ist wirklich, wirklich die Lösung schlechthin für mich, wo ich sage, endlich, endlich hat Sony dieses Feature. Ich kann mich jetzt zum Beispiel wunderbar drin sehen, ich kann mich beurteilen im Video, ich sehe mich, wie ich da stehe, fokussiert die Kamera mich noch, schlägt der Tonpegel aus und. Das ging bei den Vorgängerinnen nicht. Und das hat auch immer ein bisschen genervt, finde ich. Ich meine, gut, du kannst das im Vorfeld einstellen, um dich dann am Ende quasi auch sicher drin zu wissen in dem Video oder in dem Bild. Aber es ist eben was anderes, wenn du es direkt überprüfen kannst. Und das ist wirklich eine gute Neuerung, die Sony hier eingebaut hat. Was ich auch sehr cool finde, das ist der Schalter oben unter dem Moduswahlrad. Also ich meine, auch wenn das Moduswahlrad nicht zu locken ist, was ich ein bisschen schade finde, kannst du aber wunderbar umschalten zwischen Foto und Video beziehungsweise zwischen Slow Motion und Zeitraffer, das S und Q. Und das ist wirklich, das ist auch eine richtig gute Sache. Also, dass das dabei ist, finde ich mega. Es erinnert mich ein bisschen an Fuji oder an die früheren Nikon-Kameras. Die hatten ja auch sowas Ähnliches zum Umschalten unter den Moduswahlrädern. Ich finde es gut. Und vor allen Dingen finde ich die Variante schön von Sony, dass du das mit deinem Finger quasi locken kannst und es rastet ein und ist fest. Das finde ich sehr gut, dass es nicht so einfach umzuschalten geht, ohne dass es gelockt ist. Richtig gut, also alle beide Daumen nach oben für Sony in diesem Fall. Ich verstehe nicht, warum Sony das Belichtungswahlrad zum Locken eingestellt hat und alle anderen Räder nicht. Aber wahrscheinlich gibt es da auch Erfahrungen, wo dann die Testleute, die es quasi im Vorfeld benutzt haben, gesagt haben, hier wäre es besser, das Ganze zu locken. Macht für mich keinen Sinn, weil das Rad lässt sich an sich so schwer drehen, dass es eigentlich auch kein Anlass wäre, sozusagen das Ganze fest zu arretieren. Lasst uns abschließend noch mal über die Foto- bzw. generell die Bildqualität sprechen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich mit der Kamera schon Wildlife-Sachen noch ausprobiert habe und so ein bisschen mit High ISO gearbeitet habe. Und ich muss sagen, es ist kein ISO-Monster. Also die Kamera hat natürlich eine sehr gute ISO-Leistung. Das Jammern ist auf einem sehr hohen Niveau von meiner Seite. Es ist aber nicht so, dass ich sage, es ist ein Quantensprung zu meiner A7 R3. Weil auch die hatte schon ein sehr gutes ISO-Verhalten, zumindest für meine Bedürfnisse, für mein Empfinden. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass die Kamera hier ein absurd gutes und deutlich noch mal besseres ISO-Rauschverhalten hat. Also generell bis ISO 2500 oder selbst bis ISO 6400 gehe ich ohne Schmerzen mit der Kamera. Und das Rauschverhalten ist durchaus gut und auch besser als bei der A7 R3, weil sie natürlich einen besseren Chip, eine bessere Signalverarbeitung intern wahrscheinlich und natürlich auch die geringere Auflösung hat. Also damit sollte das Verhalten zu ISO-Performance sowieso schon mal besser sein. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass wir sagen, wir sprechen jetzt von einer ganz anderen Liga. Also das ist immer noch in einem Rahmen, wo ich sage, das bewegt sich im Normalbereich, ist besser als die Vorgängerin. Das sollte es auch für meine Begriffe. Aber es ist jetzt, wie gesagt, kein Quantensprung. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video einen kleinen Einblick geben, wie ich die Kamera finde, wie sie ganz für mich persönlich wirkt. Nach wie vor habe ich den Eindruck, da geht noch einiges bei Sony. Aber meine Kritik befindet sich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also wir sprechen hier von einer wunderbaren Kamera, die macht fantastische Bilder. Die hat eine tolle Videoperformance. Generell ist die Kamera sehr schnell, sehr responsiv. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mich irgendetwas hindert, ein Foto oder eine Funktion auszuwählen oder irgendwas damit zu machen, sondern die Kamera ist wirklich sehr schnell und finde ich sehr, sehr gut. Also eine tolle Kamera. Sie hat natürlich auch ihren stolzen Preis mit über 2500 Euro. Aktuell liegt sie, glaube ich, bei 2800 Euro. Das ist für eine Einsteiger-Vollformatkamera sehr viel. Ich finde für das Preissegment, zumindest was die Zielgruppe angeht, zu viel. Für das, was sie bietet, dennoch aber angemessen, weil du hier wirklich ein Pendant zwischen Canon EOS R6 und R5 ungefähr von der Einordnung auch bekommst. Und das ist wirklich gut, das ist vom Preis nicht zu hoch. Ich würde sie nur dann nicht als Einsteigerkamera deklarieren, denn als Einsteiger kaufst du nicht für knapp 3000 Euro eine Vollformatkamera, sondern die liegen eher im Preis niedriger. Die Zielgruppe wollen wir natürlich auch nicht zum Schluss vergessen. Ich denke, die Zielgruppe sind nicht unbedingt nur die Anfänger. Ich denke, auch die Ambitionierten und die Profi, die semiprofessionellen Foto- und Videografen werden sich mit Sicherheit diese Kamera als Backup, als Zweit- oder vielleicht sogar als gleichwertige Kamera mit zulegen, um noch Fotos machen zu können, wenn sie eine A7 S3 beispielsweise haben, wo ja eigentlich mehr Megapixel schön gewesen wären. Dann wäre es meine Kamera zum Beispiel geworden.
Und ich denke, dass auch alle, die neugierig sind, so eine Kamera auszuprobieren, sich die mit Sicherheit anschauen werden. Für junge Familien, die gerade Eltern geworden sind oder wenn du deinen Hund mal eben nur fotografieren möchtest, ein bisschen ausprobieren möchtest, ist das für dich was, Fotografie, Videografie ein bisschen ernsthafter anzugehen, ist das, denke ich, nicht die richtige Kamera fürs Ausprobieren, weil sie einfach vom Preis deutlich dafür dann zu hoch ist, meiner Meinung nach. Für alle, die wirklich ernsthaft fotografieren wollen und sagen, ich investiere jetzt in aktuelle Technik, denen kann ich auf jeden Fall die A7 IV empfehlen. Da würde ich nicht mit einer A7 II oder A7 III beginnen, weil einfach hier die Möglichkeiten so vielfältig mit der Kamera sind. Da würde ich dann wirklich das Geld drauflegen, statt einer A7 III dann gleich die A7 IV zu kaufen. Für alle anderen, die jetzt nicht so viel filmen, die sagen, mir reicht ein gutes 4K-Bild und ich möchte einfach hier und da gute Bilder machen mit einer Vollformatkamera. Denen kann ich die A7 III natürlich nach wie vor ans Herz legen. Nur weil es jetzt einen Nachfolger gibt, ist es ja keine schlechte Kamera per se, sondern sie macht immer noch genauso gute Bilder und ist eine fantastische Kamera auch nach wie vor. Demzufolge sollte die vielleicht von denen angeschaut werden, die jetzt nicht so viel Geld investieren wollen und zum anderen auch nur gelegentlich, aber auch dann auf einem guten Niveau Bilder machen wollen. Die Profis kaufen sich sowieso eine A7 S3 oder A1. Daher ist es, glaube ich, ein bisschen jetzt ausgeschlossen, dass da irgendwas quer kommt oder so und wie irgendwie falsch verstanden wird, sondern da gibt es dann nochmal eine andere Sparte. Und es hat auch seinen Grund, warum Sony hier zwar den Autofokus aus der A1 verbaut hat, aber eben nicht die Videofunktionalität, weil die A1 muss sich ja auch irgendwie noch verkaufen lassen. Ja. Das ist so ein bisschen mein erstes fundiertes Zwischenfazit von der Kamera. Ich werde sie dieses Jahr auf Herz und Nieren prüfen. Ich werde sie bei all meinen Projekten dieses Jahr wahrscheinlich auch komplett einsetzen und nach die Canon ein bisschen weniger benutzen wahrscheinlich, weil der Weißabgleich ist halt auch hier richtig gut geworden. Demzufolge wirst du mich dieses Jahr des Öfteren mit der Sony hier sehen. Und ja, wenn es was Neues gibt, werde ich mich hier wieder darüber melden und ich werde das eine oder andere berichten. Und den Abschlussbericht, den gibt es dann irgendwann demnächst, wenn ich mehr damit gemacht habe, und dürft ihr euch schon drauf freuen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie gerne unter dieses Video. Liked dieses Video natürlich. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann dürft ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.